Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Toxic Raven und wir spielen Star Citizen PTU-Patch 3.3.0 Q wie Quasselstrippe. So, jetzt muss ich. Ich brauche ein Trading Terminal, genau. Das haben wir da hinten. Ach, ich habe es schon wieder eilig. Dieser PTU-Patch mit seinen Abstürzen verleitet mich dazu, hier rumzurennen. Hast du da gerade was von dir gegeben? Ja, mit den Jungs kann man nicht interagieren. So, jetzt muss ich mal eben überlegen, welches war das Trading Terminal und welches war das Mining Terminal. Das ist das Mining Terminal. Und das ist das Trading Terminal, genau, das Waren. So, wir wollen kaufen. Wolle kaufen. Für 1,33. Der ist sogar mit dem, was hier auf der Seite gezeigt wird, aktuell. Okay, ich soll den Kahn tatsächlich vollladen. Okay. Confirm. Das sollte ich mir vielleicht mal kurz. Makafoto. So, confirm. So, dann. Das habe ich mir gedacht, dann kann ich das hier gleich noch auf der Website eintragen mit dem aktuellen Preis. Und zwar haben wir 8.825 bezahlt. Das, 8.825. Submit. Gut, machen wir das so. So, dann gehen wir zu unserem Schiff. Jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen, bevor Heini mein Schiff wieder einlagert. Das brauche ich jetzt nicht, gerade nicht. Komm, Hangar. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt geht's auf nach Port Olisar, den Kram verkaufen. Ja, das, was ich mir jetzt hier ausgesucht habe, das ist so ein Trading Run. Das sind jetzt nur zwei Trades. Ja, also einmal erstmal starten wir hier auf Levski, weil wir gerade hier sind. Deswegen habe ich das jetzt hier auch direkt als Startpunkt genommen, ohne noch irgendwo anders hinfliegen zu müssen. Jetzt fliegen wir von hier aus nach Port Olisar und verkaufen dort das Quarz. Ja, der Kahn ist voll. So, hier müsste noch so eine schicke Notbeleuchtung rein, wie in der, obwohl. Wie in der Conny. So. So, Heini. Och, jetzt macht er sich schon wieder einen Spaß mit mir? Nee, doch nicht.
Oh, dieser Blendeffekt, wenn du das Licht anmachst, ist cool. Ja, ich hab das. Ups, wo ist der auf einmal hergekommen? So, dann wollen wir jetzt nach Port Olisar. Dort verkaufen wir den Kram. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann lass mir auch gerne ein Dislike da. Dann musst du mir aber auch bitte auf jeden Fall einen Kommentar da lassen, in dem du mich wissen lässt, warum dir das Video nicht gefallen hat. Für mich sehr wichtig. Mit konstruktiver Kritik kann ich umgehen. Ich möchte natürlich auch besser werden. Ja, das ist ja. Ich mache die Videos ja nicht für mich, ich mache die für dich. So. Ich bin gerade etwas. Ah, jetzt sind wir aus dem. Jetzt sind wir raus, genau. Über Abos freue ich mich auch riesig. Kommentare lese ich auch gerne. Kannst auch einfach mal Hallo sagen. Ich freue mich auch sehr, wenn du mich auf meinem Discord. Da können wir dann eventuell auch mal uns untereinander austauschen. Dort verlinke ich auch News und so. Über den Discord bekommst du auch Nachrichten, wenn meine Videos wieder online sind. Da habe ich einen Bot, der meldet das dann. Sehr, sehr zuverlässig im Moment. Ja, da kannst du mir natürlich auch Nachrichten schreiben, wenn ich nicht gerade am Arbeiten oder sonst irgendwie beschäftigt bin. Dann werde ich natürlich auch antworten. Klar, dafür hab ich es ja. Wenn irgendwie mal was sein sollte, was so unvorhergesehen passiert, dann kann ich das auch dort verlinken oder nicht verlinken, posten. Ja, da ich ja nur in Anführungsstrichen nur. Na, wieso wird der nicht grün? Blau. Ah, da. Grün. Was habe ich? Wieso grün? So, komm. Port Olisar, mach mich bereit. So. Ich habe hier über YouTube keine Möglichkeit, über so einen Community-Reiter dort irgendwie zu melden, hey, heute kein Video, bla bla, warum, wieso, weshalb, oder sonst irgendwelche Sachen, Nachrichten hinterlassen, dann müsste ich das da, das funktioniert nicht, das kann ich erst ab einem bestimmten Level. Kann ich das erst machen? Davon bin ich noch weit entfernt. Ja, du kannst sehen, wie viele Abonnenten ich habe. Zur Zeit, wo ich dieses Video hier aufnehme, sind es stolze 14 Abonnenten. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. So, dann wollen wir mal den. Ja, das habe ich mir gedacht. Mit den Armen kann man dieses Display da nicht lesen. Dann, das kann man nicht lesen wegen dem. Hey, was war das? Ist das meine Beleuchtung von dem Schiff, die so weit reicht? Tatsache. Wow. Die beleuchtet aber viel. Alter Schwede. So, Fahrwerk schon mal raus.
Das Autoland scheint nicht richtig zu funktionieren. Die wollte nicht aufsetzen, deswegen habe ich einfach die Kiste ausgeschaltet. Wir waren sowieso so gut wie unten. So, dann wollen wir mal die Station betreten und das gute Zeug verkaufen, das Quarz. Also so gehandelt wie ich es jetzt hier mache, habe ich auch noch nicht. Ja, also so einen richtigen Trading Run, so wie jetzt, dass ich hier von A nach B, von B nach C, von C nach D fliege, das habe ich noch nicht gemacht. Dafür muss ich echt sagen, dafür ist diese Webseite mittlerweile genial für. Ja, wenn du dann dort dich anmeldest, dann kannst du deine Klamotten dort auch zeigen, sehen. Du kannst Preise, für die du die Waren gekauft und verkauft hast, kannst du eintragen. Das können andere Spieler sehen. Ja, das heißt, wenn du jetzt, ich kaufe jetzt hier das Quarz. Ja, habe ich jetzt gekauft, habe auf der Homepage von Daniela Berg, ich nenne es nochmal, habe ich den Preis, für den ich das hier gekauft habe, habe ich natürlich eingetragen, den aktuellen. Der wird dann auf der Webseite aktualisiert. Und wenn du jetzt den gleichen Trading Run machen möchtest, dann kannst du sehen, was sich preislich getan hat. Ja, wenn die Leute dann die Seite nicht nur dafür nutzen, um den. Ah, da haben wir doch tatsächlich ein bisschen Gewinn dran gemacht. 9.655. Jetzt müssen wir dann hier. Kann ich das denn jetzt hier verkaufen oder? Genau. Jetzt habe ich hier oben auf der Webseite habe ich einen neuen Reiter. Ja, da kann ich jetzt hergehen und sagen so, als hold this. Jetzt gebe ich hier den Preis an. 9.655. Jetzt mache ich meinen Tracker ja aber auch mal aus. 9.655. Ach, nicht cancel. 9.655. Submit. So, jetzt habe ich das hier an die Webseite gemeldet. Jetzt kaufen wir hier an Punkt B die nächste Ware ein, und zwar Medical Supplies. Dafür wählen wir wieder unser Schiff aus, kaufen die Medical Supplies für stolze 112.000. Wow. Wie viel Kohle haben wir überhaupt? Oh, ach, reich dicke. Gut, dann gehen wir hier wieder auf I bought this. Quantity, geben wir dann die Menge ein. Die ist jetzt hier nicht ganz aktuell. 6.600. Dann gebe ich natürlich hier wieder auf der Trading-Seite den Preis an. 112.370. Ich arbeite jetzt hier ein bisschen parallel. Das heißt, ich habe hier einmal auf meinem Tablet habe ich jetzt die Website offen. Und aktualisiere das dann hier natürlich auch schönartig. Dafür ist die Seite ja gedacht, um den Preis eben halt auch zu aktualisieren, sodass, wenn du dann gleich diese Seite besuchst, sehen kannst, oh, die Preise sind aktuell, ja, sind alle in grün gelistet. Ja, er hat das auch, er oder sie, ich weiß nicht, vom Namen her im Link Daniela, steht da Daniela Burke, genau, Daniela Burke, dann hört sich das für mich so an, vom Namen her, als ob es ein Mädchen ist. Ja, es ist mir auch relativ egal, ob es jetzt Junge oder Mädchen ist.
Männlein oder Weiblein, die Webseite ist genial. Sehr simpel gehalten, aber super informativ. Sagt man das so, informativ? Wirklich eine absolute Bereicherung für das Game. Solche Sachen hat man auch in Elite Dangerous benutzt. Ja, ich habe, wenn ich Elite spiele, habe ich auch, wenn ich Elite spiele, habe ich auch eine Trading-App mitlaufen, die die Preise auf der Station direkt aktualisiert, sobald ich andocke. Ja, das ist etwas, da wird man sich auch in Star Citizen dran gewöhnen, dass wenn man Handel betreiben will, das praktisch gar nicht ohne App machen kann. Das wird unmöglich sein, weil Flutlicht anmachen. So, Fahrwerk rein. Dann fliegen wir mal vorsichtig hier weg. Star Map eben schnell öffnen. So, und jetzt fliegen wir von Port Olisar nach Grimhex. Hier endet unser Lauf. Das ist unser Endziel. Das habe ich jetzt nur so kurz gewählt, damit die Aufnahme nicht so lange ist. Deswegen habe ich jetzt hier nur diese zwei Werte genommen. Also diese zwei, diesen zwei Trade Run. Du kannst auf der Homepage kannst du angeben, wie viele Runs du machen möchtest. Ja, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel weiß ich gar nicht, wie viel man da eingeben kann. Ich habe jetzt hier nur mal zwei ausgesucht. Zwei eingegeben, so, nicht ausgesucht. Zwei eingegeben. Und diese beiden haben wir hinter uns gebracht, wenn wir in Grimhex gelandet sind. Wenn wir den Kram dann hier verkauft haben, werde ich den Preis auf der Homepage wieder aktualisieren, werde ich wieder eingeben. Und dann werde ich auch das Video beenden. Dann müsste es wieder lang genug gelaufen sein, glaube ich. Weil ich versuchen möchte, in Zukunft, wenn es irgendwie geht, dass meine Videos so um eine halbe Stunde gehen. Viel mehr möchte ich euch eigentlich nur ungern zumuten. Aber wenn ich mir meine, ein bisschen aufs Gas treten, wenn ich mir mal so meine Statistiken angucke, ja, ihr schaut euch meine Videos an, auch wenn sie eine Stunde gehen. Wobei ich, wenn ich mir die Statistik genauer anschaue, dann sehe ich natürlich auch, dass nicht jeder die Videos zu Ende anguckt. Kann ich verstehen. Ja, so eine Stunde ein YouTube-Video, das ist schon eine Mammutaufgabe. Ja, und wenn man da nicht so dolle Bock drauf hat, dann kann ich das schon nachvollziehen. So, jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren. Man fliegt hier in dem 3.3 Patch etwas anders Grimhex an. Also die Scheinwerfer von dem Schiff, die gehen ja jetzt, alter Schwede, die machen ja jetzt endlich mal was hell. Die bringen ja endlich mal was. Astrein. So, dann wollen wir mal den guten Kollegen wieder anfunken. So, Heini. Fahrwerk raus. Ja, es ist schade, dass der. Oh, was machen die beiden denn da? Eine Schiffsbegattung. Das ist aber nicht jugendfrei. Da muss ich das Video aber auf 18 stellen. Kinder, Augen zu. Wollen wir das Licht mal ausmachen? So, Kinder gucken weg.
Ja, das ist definitiv eine Schiffsbegattung. Okay. Die Freelancer mag. Ah, doch. So. Dankeschön. So. Dann wollen wir mal. Unsere Geschäfte hinter die Bühne bringen. Über die Bühne bringen. Hinter die Bühne bringen. So. Wir haben es nicht eilig. Ah, die sind noch nicht fertig. Na, jetzt ausgerechnet, jetzt muss das Bild einfrieren. Pfui. Ja, sowas habe ich schon des Öfteren gesehen. Was ich cool fand, war, der Dr. Oversteer ist ein Streamer auf Twitch TV. Hallo Dr. Oversteer. Solltest du dieses Video sehen? Hallo, hallo. Da hat, was war das, eine Dragonfly in Levski war das, genau. Auf Levski hat er eine Dragonfly, ohne Witz, wirklich wahr, in den Fahrstuhl geflogen und hat dann tatsächlich mit dem Fahrstuhl die Dragonfly in die Station gebracht. Ja, also dann Fahrstuhlknöpfchen drücken, haben die natürlich mit zwei, drei Mann gemacht. Ja, da hat dann, der eine hat den Piloten dann eingewiesen. Und musste dann der Kollege dann auch mitfahren und halt auch das Aufzugsknöpfchen drücken. Und das war mal so eine richtig geile Aktion. Ihr müsst mal schauen, ob ihr, wenn ihr den Dr. Oversteer auf Twitch mal sucht, ob es da vielleicht einen Clip gab oder gibt, ja, dass ihr euch eventuell anschauen könnt. Die Nummer. Hut ab, die war geil. So, an dieser Stelle sollte der Doktor hier mal reinschauen oder jemand anders, der Dr. Oversteer vielleicht noch kennt, richtet ihm liebe Grüße von mir aus. Doch, die Nummer, die war so richtig cool. Die hat mir gefallen. Ja, was man hier nicht so alles anstellen kann. Eine Dragonfly in Aufzug packen und in die Station bugsieren. So. Aber ich hoffe, ihr habt meinen Gähner nicht gehört. Ich bin schon seit 3:30 wach. Ich habe Frühschicht, ich war schon arbeiten. Jetzt haben wir, boah, 22:30 Uhr. 22:35 Uhr. Ja, es wird Zeit, ins Bettchen zu gehen. Ich muss morgen arbeiten. Frühschicht wieder. Deswegen ist das hier das letzte Video. Wollen wir hoffen, dass ich hier jetzt nicht noch einen Absturz habe. Sondern dass ich das jetzt hier auch noch hinter die auf, über die Bühne bringen kann. So, links müssten die, genau, Trading Dingsbums sein. So, jetzt gehe ich wieder hier auf I sold this. So, hier wähle ich auch unseren Freelancer aus. Das Material 118.630. Gebe hier wieder den Preis ein. Also auf der Trading App. 118.630. 6. 130. Und Submit. So, hier verkaufen wir es auch. Ja, haben wir doch ein bisschen Geld gemacht. Wenn es auch nicht allzu viel war. Wir haben was verdient. So. An dieser Stelle endet auch das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn es dir nicht gefallen hat, lasst mir ein Dislike da. Dann müsst ihr mir aber bitte auch einen Kommentar da lassen,
wo ihr mir eben halt mitteilt, warum, wieso, weshalb euch das Video nicht gefallen hat. Über Abos freue ich mich, über Kommentare freue ich mich. Ja, ihr dürft mich auf meinem gerne auf meinem Discord besuchen. Der Link ist einmal im Kanalbanner und er sollte unter jedem Video verlinkt sein. Dort dürft ihr mich auch gerne besuchen. Die App ist kostenlos, die könnt ihr euch runterladen. Discord habe ich auf meinem Tablet und auf meinem Handy habe ich die sogar installiert. Das heißt, dass wenn ich auch mal unterwegs bin und nicht gerade mit irgendwas anderem schwer beschäftigt bin, dann werde ich da mit Sicherheit auch reinschauen und gucken. Dort gibt es Neuigkeiten, die ich dann so zu vermelden habe. Schaut einfach mal vorbei, ich würde mich freuen. Haut rein, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.